sehe jetzt hier ganz viele bunte Reihenhäuser. Was wohnen denn da eigentlich so für Leute drin? Da wohnen ganz normale Leute drin. Das ist keine irgendwie besondere Klientel. Also viele von denen sind schon einigermaßen überzeugt von dem, was sie machen und haben da ökologische Vorstellungen. Aber ansonsten ist es das, was sie sonst hier in der Stadt auch an Klientel haben. Aber das nötige Kleingeld muss ich mitbringen. Naja, das müssen Sie mitbringen, wenn Sie ein Haus kaufen. Müssen Sie sowieso. Es ist aber ja so, dass das, was hier an Mehrkosten aufgewendet werden muss, sich eigentlich vom ersten Tag an auszahlt. Also wenn Sie das vernünftig finanzieren, haben Sie dadurch, dass Sie ja Einspeisevergütung vom Strom haben und praktisch keine Heizkosten mehr haben, mehr, am Ende mehr Geld in der Tasche.